Ah, kommen Sie rein, Frau Bach. Guten Tag. Ich bin heute ein bisschen spät dran. Soll ich Ihnen noch Frühstück machen? Nee, das ist nicht nötig. Ich habe schon gefrühstückt. Im Stehen, wie? Wie immer. Werden Sie abgeholt? Ich nehme meinen eigenen Wagen. Also wieder sind noch viel Vergnügen hier beim Saubermachen. Wiedersehen, Herr Devin. Auf Sie geschossen? Ja. Sind Sie verletzt? Nein. Es ist alles in Ordnung. Danke. Sag mal, das darf doch nicht wahr sein. Ich komme sofort. Willi, los, schnell, auf Derek ist geschossen worden. Was? Ja, ruf du den Erkennungsdienst an. Vor seinem Haus, stell dir vor. Also da stand der Wagen. So ein Kleinwagen. Schwarz. Das ist alles, was ich sagen kann. Ja, und das Nummernschild? Ja. Was sieht man, wenn man hinter dieser Mauer hockt? Ja, ist ja klar. Etwas ist merkwürdig. Dass man dich nicht getroffen hat. Das finde ich auch. Auf diese Entfernung. Was ist los, Derek? Man hat auf Sie geschossen? Ja, guten Morgen, Herr Kriminaldirektor. Guten Morgen. Wir überlegen gerade, was es da für einen möglichen Hintergrund gibt. Ja, was könnte dahinter stecken? Heute Morgen kam eine Todesanzeige. Möglicherweise besteht da ein Zusammenhang, bitte. Hiermit geben wir den tragischen Tod unseres über alles geliebten Sohnes Eduard bekannt. Familie Renzi. Eduard Renzi, wer ist das? Das ist ein junger Mann von 23 Jahren, der wegen Handels mit Drogen 8 Jahre Gefängnis bekam. Er hat sie aufgehängt in der Zelle. Ja, und was haben Sie damit zu tun? Wir ermittelten in einem Mordfall in diesem Milieu und überführten diesen jungen Mann, das war nur einer der Verdächtigen, des Handels mit Kokain. Man könnte mir es natürlich jetzt zuschreiben, ihn ins Gefängnis gebracht zu haben und damit auch letzten Endes schuld zu sein an seinem Tod. Und wer hat Ihnen diese Todesanzeige geschickt? Sein Vater. Und dass es er mir schickt, ausgerechnet mir, ist merkwürdig. Was ist das für ein Mann? Tja, er hat eine Handelsagentur, die sich auch mit Finanzierung beschäftigt, mit besonderen Kontakten nach Südamerika. Und Sie vermuten, dass er hinter diesem Anschlag stecken könnte? Vielleicht. Ich wollte ihn anrufen. Ja, rufen Sie nur an. Ja, hier ist die Nummer. Renzi. Oberinspektor Derrick. Sind Sie noch da? Ja, ich bin noch da. Man hat mir heute eine Todesanzeige zugeschickt. Ja. Mein Sohn ist gestorben. Ich dachte, ich sollte Ihnen das mitteilen. Haben Sie sich erkundigt, wie er gestorben ist? Ja, wir haben ihn in der Justizvollzugsanstalt angerufen. Er hat sich erhängt. Der Junge. Mein Junge hat sich aufgehängt. Am Gitterfenster seiner Zelle. Aufgehängt. Hören Sie. Ich möchte Ihnen mein aufrichtiges Mitgefühl aussprechen. Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Herr Renzi, es tut mir wirklich leid, dass Ihr Junge auf diese Weise... Es tut Ihnen leid? Ja, es tut mir leid. Reden Sie doch keinen Unsinn. Mein Sohn ist Ihnen doch völlig gleichgültig. Sein Tod interessiert Sie doch gar nicht. Stefan, das hat sich nicht sehr freundlich angehört. Um wie viel Uhr wurde auf Sie geschossen? Um 9. Wir werden ihn fragen. Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Derek. Weswegen sind Sie hier? Sie haben uns eine Todesanzeige Ihres Sohnes geschickt. Deswegen kommen Sie persönlich her. Sie wollen mir Ihr Beileid ausdrücken. Wir beide sind sehr betroffen und wir bedauern außerordentlich, dass Ihr Sohn diesen Weg gewählt hat. Aber auf diesen Weg haben Sie ihn doch geschickt. Sie haben ihn doch ins Gefängnis gebracht. Sie haben mir doch veranlasst, ein Geständnis abzulegen. Ja, er hat ein Geständnis abgelegt. Aber was er gestanden hat,
Wurde ja auch bewiesen. Er hat nun mal mit Rauschgift gehandelt, und zwar im großen Rahmen. Er hätte nicht gestehen müssen. Dann wird er noch leben. Mein Sohn, wird er noch leben. Er hätte sich nicht an einem Gefängnisgitter aufgehängt. Aber das können Sie uns doch nicht zum Vorwurf machen. Machen Sie uns das zum Vorwurf? Ja, das mache ich Ihnen zum Vorwurf. Wir sind gekommen, um Ihnen eine Frage zu stellen. Wo waren Sie heute Morgen um 9? Heute Morgen um 9 Uhr? Solche Fragen stellt man Leuten, von denen man ein Alibi will. So ist es. Also, bitte. Was ist denn heute Morgen um 9 Uhr passiert? Es ist auf mich geschossen worden, als ich aus dem Haus kam und zu meinem Wagen wollte. Stellen Sie sich vor. Verstehe ich das richtig, wenn ich vermute, dass Sie mich für den Schützen halten? Wenn Sie uns sagen, wo Sie heute Morgen um 9 Uhr waren, dann erledigt sich diese Vermutung von ganz alleine. Lassen Sie mich überlegen. Wo war ich heute Morgen um 9 Uhr? Hier. Du hattest eine Besprechung. Mit wem? Mit Van Dijk und Keller. Worum ging es? Um das Rohölgeschäft mit Venezuela. Gibst du den beiden Herren Namen und Adressen? Ja. Sie sind die Sekretärin. Und sie ist meine Tochter. Ich habe Ihrem Vater schon gesagt, dass unser Tod Ihres Bruders, naja, dass wir ihn sehr bedauern. Wenn Sie dort anrufen wollen, dann bitte heute noch. Die Herren werden morgen in Rotterdam erwartet. Ja, wir werden uns beeilen. Ach, gut, dass Sie noch da sind. Mir ist da was eingefallen, ganz plötzlich. Ich möchte Sie gerne einladen. Haben Sie Lust, mich zu besuchen? Sie beide? Heute Abend? Nichts dagegen. Gib den Herrn die Adresse, Cornelia. Aber kommen Sie ohne Blumen. Also wenn er es nicht war, da waren es andere in seinem Auftrag. Stefan, der will dich umbringen. Zunächst einmal hat er uns eingeladen. Ja, aber warum tut er das? Er hat doch keinen Zweifel daran gelassen, dass du schuld bist am Tod seines Sohnes. Und trotzdem lädt er dich ein, das heißt uns? Ja, ist erstaunlich. Derek? Lass den Motor nicht an! Harry, nimm die Hand vom Schlüssel. Was ist los? Ein Anruf vor 2 Minuten, eine Warnung. Ihr sollt den Wagen nicht benutzen. Wer hat angerufen? Eine Männerstimme. Kein Name, nichts, nur die Warnung. Nicht den Wagen benutzen. Dann hat er sofort aufgelegt. Wo seid ihr? Vor dem Haus, in dem Renzi seine Agentur hat. Also... sofortiger Polizeieinsatz. Die Straße muss abgesperrt werden und schickt einen Experten für Sprengstoff. Hast du verstanden? Ja, alles verstanden. Es war ein Zeitzünder. Ihr hattet noch eine halbe Stunde. Wir haben Renzi verlassen. Wir gingen die Treppe runter. Wir gingen auf die Straße. Wie lange hat das gedauert, Harry? 2 Minuten, laut Willi. Du hast doch gesagt, die Warnung kam 2 Minuten vorher, oder? Ja. Agentur Renzi? Ja, hier ist Derek. Kann ich bitte mit Ihrem Vater sprechen? Kleinen Moment, bitte. Jetzt hört ihr die Stimme ganz genau an und dann sagt mir, ob das der Mann ist, der mit dir telefoniert hat. Ja. Herr Derek, Sie wollten mich sprechen. Ich wollte Sie eigentlich nur fragen, ob Sie mitbekommen haben, was da vor Ihrem Haus los war. Aber ja, das war nicht zu überhören. Polizeisirenen. Ganzes Konzert. Was war denn los? Ja, unter meinem Wagen, da hatte man eine Sprengladung angebracht. Es wollte sie jemand in die Luft sprengen? Ja. Stellen Sie sich das vor. Wie sind Sie davon gekommen? Jemand hat meinem Büro eine Warnung zukommen lassen. Da scheinen einige Leute nicht zu wissen, was sie wollen. Warum rufen Sie an? Ja, eigentlich nur, um Ihnen zu sagen, dass dieser kleine Zwischenfall nichts an unserer Verabredung ändert. Wie schön. Hat meine Tochter gesagt, wann wir sie erwarten? Ja, um 19 Uhr. Und wir werden pünktlich sein. Sehr pünktlich. Das war nicht der Mann, der mit mir telefoniert hat. Ja, trotzdem kann es doch da einen Zusammenhang geben. Wir beide haben kaum das Haus verlassen und du wirst angerufen. Ja. Stefan, was meinst du?
Ich meine, dass Herr Renzi ein fantasievoller Mann ist. Ein sehr erfolgreicher Kaufmann, gasiert in Überseegeschäften, besonders mit Mittel- und Südamerika. Überhaupt, er vermittelt jede Art von Geschäft, wenn es nur eins ist. Und wenn nicht, sorgt er dafür, dass es eins wird. Hier die Unterlagen. Der will dir ans Leder. Guten Abend. Guten Abend. Kommen Sie, ich habe Sie schon gesehen. Sie haben uns schon gesehen? Ich habe eine Kamera draußen. Haben Sie sie nicht bemerkt? Nein. So weiß man doch, wer kommt und den Frieden des Hauses stört. Was glauben Sie, steckt hinter dem Anschlag? Der zweite an einem Tag. Ihr Beruf? Sicher. Sicher steckt der Beruf dahinter beim Motiv der Täter. Nehmen Sie an, dass die Anschläge sich wiederholen werden? Durchaus, ja. Das nehme ich schon an, ja. Dann werden Sie wohl Angst haben, morgens aus dem Haus zu gehen und ein Auto zu besteigen. Ich gebe gerne zu, dass ich nicht in Ihre Haut stecken möchte. Aber bitte kommen Sie jetzt. Ich möchte Ihnen meine Familie vorstellen. Meine Familie. Guten Abend. Guten Abend. Meine Mutter. Meine Frau. Meine Tochter kennen Sie ja schon. Und das ist Katharina Wiegand, die Verlobte meines Sohnes, der sein Leben an einem Gefängnisgitter beendete. Auf eine Weise also, die für uns ebenso unfassbar wie entsetzlich ist. Ja, ich verstehe Sie durchaus. Schäme mich fast ein wenig. Ja, es tut mir leid, ich hätte mich umziehen sollen. Aber ich dachte mir, es handelt sich um ein Arbeitsessen. Cornelia, die Herren wollen sicher das trinken. Na bitte nicht, machen Sie sich gar keine Mühe. Nein, es ist keine Mühe. Es ist vorbereitet. Alles ist gut organisiert. Es liegt uns daran, mit Ihnen an einem Tisch zu sitzen. Danke. Danke. Sehen Sie uns nach, wenn wir heute nicht so fröhlich sind. Dieses Haus war immer voller Leben. Wir hatten immer viele Gäste, die sich gut unterhalten haben. Heute sind wir allein. Allein mit Ihnen. Tja, ich verstehe das nicht. Wenn wir Ihnen nicht willkommen sind, warum haben Sie uns eingeladen? Willkommen sind? Was für ein Wort gebrauchen Sie da? Ich habe Sie eingeladen aus einem ganz bestimmten Grunde. Sie haben keine Ahnung, wen Sie da eigentlich ins Gefängnis gebracht haben. Sie wissen nicht, wer mein Sohn war, wer Ihr Enkel war. Ihr Bruder, Ihr Verlobter. Sie wissen nichts von ihm. Er war ein großartiger Junge, hochbegabt. Er hatte Verstand, Manier, Kultur, voller Lebensfreude. Sie haben den Toten nicht gesehen? Nein. Sie bringen die Leute nur ins Gefängnis und kümmern sich dann nicht mehr um sie. Mein Gott, was... Verstellen Sie sich eigentlich vor? Ich stelle nur etwas fest und verbinde das mit einer Frage. Wie gleichgültig ist denn jemand, den Sie in eine Zelle stecken? Das tun nicht wir. Verurteilen tun die Gerichte. Und dann ist der Fall für Sie vorbei. Das muss auch sein. Dann haben Sie ihn also nicht da liegen sehen. Ich weiß, wie Leute aussehen, die sich erhängt haben. Ja, und? Was war Ihr Eindruck? Was empfanden Sie bei einem solchen Anblick? Hören Sie bitte, was wollen Sie? Ich habe das Bild meines Sohnes vor Augen. Jeden Tag. Jede Minute. Das Abendessen. Ich hoffe, wir haben Ihren Geschmack getroffen. Wir haben unsere Küche mitgebracht. Und natürlich auch die Liebe zur Familie. Sie geht uns über alles. Mama? Ja, ja. So ist es. Ich habe immer einen bedauerlichen Gegensatz festgestellt zu Gefühlen, Einstellungen hierzulande. Na, welchen Gegensatz meinen Sie? Das fragen Sie. Jetzt frage ich meine Frau. Du musst nachdenken. Haben wir nicht tagelang darüber gesprochen? Ist die Beziehung von Kindern zu ihren Eltern, die Beziehung von Eltern zu ihren Kindern, hierzulande ein Problem, Katharina? Ja, ja. Unverständnis, Feindschaft, ja zuweilen offener Gegensatz zwischen den Generationen. Nicht bei uns. Davon konnte bei uns keine Rede sein. Cornelia? Nein,
Ganz bestimmt nicht. Kein Problem in unserer Familie. Wir mögen einander. Und mein Sohn da, was war er für uns? Was bedeutete er uns? Renate, was bedeutete der Junge uns? Dir, mir, uns, allen. Er war so etwas wie ein Mittelpunkt in unserer Familie. Und warum war er das? Mama. Er war... Musst du auch überlegen. Katharina. Darüber haben wir doch Tag und Nacht gesprochen. Aber wir haben jetzt einen besonderen Grund, das zu wiederholen. Hier. Jetzt. Vor diesen Leuten. Er hatte eine besondere Art, das Leben zu sehen. Sich im Leben zu bewegen. Er besaß etwas, was so selten ist. Lebensleichtigkeit. Hören Sie. Ich bitte um Entschuldigung. Mir lag nur daran, Ihnen ein Bild zu geben von meinem Sohn. Ein anderes Bild als das, was Sie haben. Cornelia, könnten wir uns das Band nochmal anhören? Wissen Sie, mein Sohn hat uns aus dem Gefängnis eine Kassette geschickt. Wir haben uns dieses Band immer wieder angehört. Entschuldigen Sie, aber es betrifft Sie ja mit. Helft mir. Ich will hier raus. Ich halte das nicht aus. Es ist, als ob ich jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde mehr den Verstand verliere. Ich habe Angst. Vater, ich habe Angst. Jede Sekunde mehr, jede Minute mehr. Angst vor einem Ende, von dem ich nicht weiß, wie es aussieht. Jetzt! Schluss, aufhören. Aufhören. Ich sagte ja, es betrifft Sie mit. Es geht Sie an. Es ist auch Ihre Sache. Ich verstehe Ihre Empfindung. Aber die Worte Ihres Sohnes sind nichts anderes als ein klassisches Beispiel von Haftpsychose. Tja, der radikale Wechsel der Umgebung bringt immer Schwierigkeiten mit sich. Schwierigkeiten. Der Junge ist tot. Und Sie sprechen von Schwierigkeiten. Ich verstehe Sie nicht. Natürlich nicht. Wenn Sie erlauben, werden wir uns verabschieden. Kommen Sie gut nach Hause. Gute Nacht. Stefan, du hast keine Bedenken, in das Auto einzusteigen, oder? Das wollen wir zu Fuß laufen. Komm, steig ein. Mach schon. Ich habe ehrlich gesagt Angst. Das ist genau das, was er will, dass wir Angst haben. Vor einem Ende, von dem wir nicht wissen, wie es aussieht. Das ist ein Psychopath. Der hat sie nicht alle. Lass den Motor an. Warte, wir steigen zusammen aus. Ich begleite dich. Harry, das ist nicht nötig. Also, du siehst doch noch die Einschläge hier. Du tust, was ich dir sage. Entschuldige, aber ich bring dich ins Haus. So, ich danke dir. Ich mach dir was zu trinken, ja? Sag mal, ist alles in Ordnung? Wie meinst du? Ja, willst du nicht die Zimmer checken? Harry, komm, ich mach dir jetzt was zu trinken. Also, Stefan, ich finde, du nimmst die Sache zu leicht. Ja, schließlich hat dich irgendjemand im Fadenkreuz. Ja. Hallo. Melden Sie sich bitte. Hören Sie, tun Sie mir einen Gefallen. Melden Sie sich mal, ja? Meldet sich nicht.
Nein. Falsche Verbindung? Glaube ich nicht. Hab ihn ja atmen hören. Unter Ihrem Wagen, Derek. Da wäre wohl nicht viel übrig geblieben. Ja, finde ich auch. Meinen Sie jetzt den Wagen oder meinen Sie uns beide? Na, ich meine schon Sie beide und Ihren Wagen. Und was lässt sich über die Herkunft der Sprengladung sagen? Die gibt's wie Sand am Meer. Der Typ wird im Libanon ebenso verwendet wie in Irland. Sie sind vorerst beurlaubt, Derek. Was? In nächster Zeit machen Sie erstmal keinen Dienst. Ja, aber das halte ich nicht für richtig, Herr Kriminaldirektor. Ich meine, das Beste wird doch sein, ich lebe wie bisher und ich arbeite wie bisher. Dann machen Sie sich zur Zielscheibe. Wollen Sie Ihr Leben riskieren? Nein, das will ich nicht, aber nur so haben wir eine Chance. Nein, dann bekommen Sie auf jeden Fall Polizeischutz. Nein, nicht. Nee, den möchte ich auf gar keinen Fall. Dieser Renzi, glauben Sie immer noch, dass er mit den Anschlägen zu tun hat? Ja, ich bin fest davon überzeugt. Achten Sie in nächster Zeit auf jeden Schritt, den Sie tun. Ja, natürlich. Dann darf Sie auch direkt. Ja. Vielen Dank. Wiedersehen. Wiedersehen. Ja, Moment mal. Ja, ich habe verstanden. Ja, nennen Sie doch Ihren Namen. Und legen Sie nicht auf. Eine männliche Stimme gab eine Adresse durch. Falls du interessiert bist an Informationen. Oh, kommen Sie herein. Sind das Sie, die wir erwartet haben? Ich glaube ja. Die Polizisten. Na, ich finde, Sie sehen aus wie Polizisten. Sagt mir, wenn ich da einen falschen Eindruck habe. Man kann Sie ja fragen. Also, fragen wir Sie mal. Meine Herren, haben wir es hier mit Polizei zu tun? Wenn Sie es sind, sollen Sie Ihre Marken zeigen. Polizei, keine Bewegung. Was ist los, Polizei? Weißt du nicht Bescheid? Das sind die, auf die wir gewartet haben. Macht mal ein paar gute Plätze frei. Und gebt ihnen was zu trinken. Falls Sie dürfen. Vielleicht sind Sie im Dienst. Also, sind Sie im Dienst? Was trinken Sie denn? Whisky. Probieren wir es doch mal mit Champagner. Moment. Vielleicht halten Sie das für ein Suchtmittel. Was es ja auch ist. Und Sie haben gar keine Lust, sich in Fahrt bringen zu lassen. Immer gut mit den Füßen auf der Erde bleiben. Darf ich etwas fragen? Hier wird ein Fest gefeiert. Wer hat eingeladen? Und was wird gefeiert? Was gefeiert wird? Ich weiß nicht, ob man das so nennen kann. Feiern. Natürlich ist es eine Feier, eine Gedächtnisfeier. Jetzt wissen Sie wohl, von wem hier geredet wird. Von Eduard Renzi. Irgendjemand hat uns hier diese Adresse gegeben. Wissen Sie, wer? Ich weiß es nicht. Sagen Sie, was machen Sie eigentlich hier? Wieso verkehren Sie mit diesen Leuten? Das sind alles gute Freunde. Gute Freunde? Hier finden Partys statt, in denen sich was ausdrückt. Wie hat Renzi das genannt? Lebensleichtigkeit. Haben Sie eine eigene Wohnung? Ja. Kann ich Sie morgen aufsuchen? Welche Zeit wäre Ihnen recht? Warum wollen Sie das? Das hat keinen Sinn. Ich rufe Sie an. Wieso ist der Wagen weg? Da steht er ja. Ich sehe. Sag mal, mir kommt das nicht geheuer vor. Ich gehe jetzt zur nächsten Telefonzelle und rufe einen Einsatz. Da ist von denen niemand mehr da. Ja, willst du dich abknallen lassen? Ja, pass auf. Ich habe eine solche Situation schon oft erlebt. Ich nehme die eine Seite, du nimmst die andere Seite. Dann machen wir es ihnen schon ein bisschen schwerer. Also was ist, wollen wir? Alles klar. Stefan! Stefan? Ja, ist alles in Ordnung. Ich glaube, diesmal wollten wir uns treffen. Ja, das glaube ich auch. Was machen wir mit dem Wagen? Den Wagen lassen wir stehen. Ich glaube, wir gehen jetzt dahin, wo wir hergekommen sind. Ja.
Alle, die hier waren, haben etwas gewusst, dass da etwas läuft, etwas gegen uns läuft. Vielleicht haben sie sogar gewusst, dass da ein Mord geplant war. Aber es hat sie nicht veranlasst, irgendetwas zu tun. Warum nicht? Weil sie, wie sie meinen, nichts damit zu tun haben. Also waren wir ihnen Schnuppe. Ich habe es in der Zeitung gelesen. Sie sind in eine Schießerei geraten. Aber Sie haben sicher längst akzeptiert, dass Sie einen gefährlichen Beruf haben. Habe ich recht? Nein, Sie haben nicht recht. So gefährlich ist der Beruf gar nicht. Es ist nicht alltäglich, dass auf einen Polizisten geschossen wird. Schon was Besonderes. Der dritte Anschlag? Ja, der dritte Anschlag. Und dieses Mal waren Sie wohl dem Tode näher als sonst. Ich bitte um Entschuldigung. Ich weiß, über Tod redet man nicht gern. Bis man ihm begegnet. Und dann beschäftigt er die Fantasie. Man sieht Bilder vor sich. Szenen. Zwar nur im Traum, aber lebendiger, aufregender, entsetzlicher als in der Wirklichkeit. Die Wirklichkeit scheint immer etwas zu entschuldigen. Der Traum in der Nacht entschuldigt nichts. Sie sind wohl wieder in Gedanken bei Ihrem Sohn. Natürlich spreche ich von ihm. Ich spreche immer von ihm. Wenn ich nicht von ihm spreche, dann denke ich an ihn. Etwa daran, wie seine letzten Lebensminuten verliefen. Und das alles wegen ein bisschen Kokain. Nein, nein, nicht wegen ein bisschen Kokain. Er hat die Szene mit Rauschgift überschwemmt, so, und jetzt frage ich Sie, woher hat er es? Wir wissen inzwischen, mit wem Sie zusammenarbeiten. Mit Firmen vorwiegend, mit Firmen in Bolivien und Kolumbien. Das sind die klassischen Ausfuhrländer. Sollt ihr es, frage ich Sie? Hat Ihr Sohn das Rauschgift von Ihnen? Oder über Sie, oder mit Ihrer Billigung. Und wenn das so ist, Herr Renzi, dann tragen Sie die Mitschuld am Tode Ihres Sohnes. Was Sie da sagen, ist unglaublich. Nein, nein. So kommen Sie mir nicht davon. So nicht. Sie haben sich da etwas ausgedacht, aber das funktioniert nicht. Sie sind es, die meinen Sohn auf dem Gewissen haben. Weshalb übrigens sind Sie gekommen? Ich wollte mich mit Ihnen treffen, um mit Ihnen über den jüngsten Anschlag zu sprechen. Ich sagte schon, dass ich alles den Zeitungen entnommen habe. Auch, dass Sie jetzt Polizeischutz beantragt haben. Wie sieht denn das aus? Fährt Ihnen jetzt immer ein Auto vorweg, ein anderes hinterher? Sind Sie nun umgeben von Polizisten? Dann kann Ihnen ja jetzt wohl nicht mehr viel passieren. Eins ist mir klar, er bezahlt die Mörder. Ja, er kann jetzt nicht mehr zurück. Er führt den Kampf gegen uns bis zum Ende. Bis zu jedem Ende. Ja, bitte? Kriminalpolizei, wir hätten gern Frau Renzi gesprochen. Kleinen Moment, bitte. Mama? Bin schon da. Ich habe gehört, dass wir Besuch haben. Worum geht's? Du hast gesagt, dass mein Sohn nicht hier ist. Wir können Ihnen also nicht behilflich sein. In gar keiner Weise. Sie wissen, dass auf uns ein neuer Anschlag verübt wurde. Ich glaube, ich habe es gelesen. In der Zeitung wurde darüber berichtet. Welch ein Glück, dass Sie nicht zu Schaden gekommen sind. Ja, wir haben beide sehr viel Glück gehabt. Sprechen Sie mit meinem Mann. Nein, ich will nicht mit Ihrem Mann sprechen. Aber ich sagte Ihnen schon, wir können Ihnen nicht behilflich sein. Sicher nicht.
Darf ich Sie etwas fragen? Was wollen Sie fragen? Ich weiß, dass Sie es wissen. Was? Dass Ihr Mann hinter den Anschlägen steckt, dass er der Auftraggeber ist. Wie kommen Sie darauf? Was für Gedanken haben Sie da? Haben Sie darüber mit meinem Sohn gesprochen? Nein, ich habe nicht mit ihm darüber gesprochen. Dann tun Sie es. Ich bitte Sie darum. Sagen Sie, was Sie vermuten. Er wird Ihnen darauf eine Antwort geben müssen. Bitte, tun Sie es. Mehr sage ich nicht. Mehr können Sie auch nicht verlangen, von mir nicht und von meiner Schwiegertochter nicht. Wir antworten darauf nicht. Ich bitte, verstehen Sie das? Das wird nicht nötig sein. Ich bitte Sie um Entschuldigung. Ach, Sie sind's. Hey, Kathi, du hast Besuch bekommen. Ich weiß nicht, ob ich Sie ranlassen darf. Da sehe ich keine Probleme. Manche Leute sind nicht gut für die Stimmung. Da haben Sie recht, zu denen gehören wir. Ach, nehmen Sie es nicht so richtig. Sie haben schon wieder recht. Guten Tag. Guten Tag. Ja, jetzt kommen wir natürlich ungelegen. Sie haben Besuch. Ja, aber wenn Sie wollen. Danke. Bitte. Sie sehen, Sie sind nicht gut für die Stimmung. Ja, ist ja gut. Na, was ist denn das? Ist das eine Party? Oder sind die alle nur zufällig hier? Ja, ganz zufällig. Wir treffen uns immer wieder mal. Wie es sich gerade ergibt. Sie wissen ja alle, was geschehen ist, nicht? Sie haben die Schießerei gehört. Sie haben ja auch dementsprechend reagiert. Sie sind verschwunden. So, jetzt brauche ich Ihren Namen. Sie werden alle vernommen werden. Aber da sehe ich doch gar keine Probleme. Nur, da laufen Sie total ins Leere. Also, sagen wir mal alle schön, wie wir heißen. Wo kann ich Sie allein sprechen? Warum wollen Sie mich sprechen? Ich kann Sie auch vorladen. So gut. Heute Abend. Kennen Sie das Christoball? Um 8 ist Ihnen das recht? In Ordnung. Wo liegt das Christoball? Hier. Keine schöne Gegend. Was heißt keine schöne Gegend? Das ist eine abgelegene Straße direkt am Bahndamm. Sag mal, wie kommt ihr auf dieses Lokal? Ich meine, diese Leute verkehren doch nicht in einem solchen Lokal. Kommen Sie zu zweit? So üblich. Na ja, kommen Sie rein. Guten Abend. Wo sind wir hier? Sie ist meine Schwester. Ja, sie suchte einen Ort, um sich mit Ihnen zu treffen. Sie wollten sie doch sprechen, oder? Ja, deswegen sind wir hier. Kann ich mich mal umsehen? Wieso das? Was soll das sein? Eine Durchsuchung? Ach so. Ja, ich verstehe. Ich habe das natürlich in den Zeitungen verfolgt, die Anschläge auf Sie. Hm. Ja, bitte, durchsuchen Sie alles. Ari, komm, lass es. Sie wissen, warum ich Sie sprechen will. Nein. Nein, das weiß ich nicht. Natürlich weißt du das. Es geht doch sicher um Ihre Beziehung zu den Renzis, nicht wahr? Und wahrscheinlich geht es auch um dieses Milieu, in dem meine Schwester sich bewegt. Milieu, ist das richtig? Eine Welt für sich. Von Leuten, die keine Sorgen haben, zumindest keine normalen Lebenssorgen. Für die alles mehr oder weniger Spiel ist. Oder Lebensersatz. Ersatz für das eigentliche Leben. Ja, ja, das alles spielt eine Rolle. Ich bin der Überzeugung, dass Renzi der Mann hinter diesen Anschlägen ist, der Auftraggeber, der Mann, der gegen mich und gegen meinen Kollegen hier eine Art Rachefeldzug führt. Renzi selbst? Ja. Wegen seines Sohnes? Ja. Kathi, weil Eduard sich aufgehängt hat? Was ist daran? Nichts ist dran. Das sind alles Vermutungen. Weiter nichts. Wenn sein Vater außer sich ist, ich bin es auch. Ich werde auch wahnsinnig, wenn ich dran denke, wie er gestorben ist. Was wollen Sie also von mir? Ich kann Ihnen nicht helfen.
Was da jetzt passiert, das ist nicht meine Sache. Meine nicht. Ich habe damit nichts zu tun. Wenn Sie glauben, dass ich Ihnen irgendetwas sage, da sind Sie ganz falsch. Ganz, ganz falsch. Na, wie sieht's aus? Alles sauber. Na, kein Wunder, die Putzfrau war da. So, jetzt seid ihr hier, jetzt kriegt ihr was zu trinken. Es gibt auch was zu essen. Moment. Was, Harry? Tja, ich kann Spaghetti machen. Ja, das ist das Einzige, was er richtig beherrscht, aber das beherrscht er. Hey. Du wirst lachen. Italiener hat zu mir gesagt, für meine Spaghetti kriegst sicher irgendwann mal die Ehrenbürgerschaft von Mailand. Ja, von Milano. Von Milano, das ist eine Stadt. Sag, hast du alles da? Tomaten, ja, geschälte Tomaten? Ja, hol ich dir. Was war noch? Dir. Knoblauch? Ja, machst du den Drinks vielleicht. Mach ich ja. Machst du. Also, einverstanden mit den Spaghetti? Ja, feine Sache. Ja. Ja, gut, dann muss ich mal nachsehen, ob ich überhaupt welche im Haus habe. Vielleicht hören wir wieder Musik. Ja. Derek? Bist ne? Gehen Sie nicht in die Küche. Haben Sie mich verstanden? Gehen Sie nicht in die Küche. Vom Haus gegenüber wird auf Sie geschossen. Sagen Sie, dass Sie mich verstanden haben. Woher wissen Sie das? Katharina hat es mir gestanden. Sie hat mir alles gesagt. Renzi importiert die Drogen. Sein Sohn war der Verteiler. Und bitte, gehen Sie nicht in die Küche. Also, Sie hocken im Neubau gegenüber. Ihr geht durch den Keller, beobachtet die Fensterfront und achtet auf das Mündungsfeuer. Und dann schnappt er sie euch. Du willst doch nicht in die Küche gehen. Vielleicht sogar noch als Lockvogel. Harry, ich habe mir alles genau überlegt. Mach dir keine Sorgen. Also gut. Stefan? Stefan! Was? Bist du okay? Ja, ich bin okay. Was ist? Habt ihr sie geschnappt? Lass mich doch erst mal Gott sei Dank sagen. Ich will nur wissen, ob ihr sie geschnappt habt. Derek, Herr Renzi, wir haben Ihre beiden Schützen festgenommen. Und was noch peinlicher ist, Sie haben ein Geständnis abgelegt. Herr Renzi, haben Sie mich verstanden?